Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der auferstanden ist und bald kommt, er sei mit euch. Und auch mit dir. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Heiligen Messe am 4. Advent. Rorate Celi de Super, Tauet Himmel. Das ist eine Bitte, dass Jesus Christus bald kommen soll. Und jetzt dürfen wir eine Einleitung, eine Hinführung in unsere heilige Liturgie hören. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Die Wolken regnen aber noch viel mehr herab. Viele, die etwas von mir wollen. Und was wollen sie? Sie senden mir E-Mails. Jeder hat ein spezielles Anliegen. Viele wollen eine Spende. Es ist ja vor Weihnachten. Ach ja, besinnliche Weihnachten. Viele wollen mir etwas verkaufen. Jetzt gleich, so einen Rabatt hat es noch nie gegeben. Es ist ja vor Weihnachten. Viele wollen mir laufend etwas mitteilen können. Es geschehen ja so viele spannende Dinge. Ist da einer darunter, der mich nicht nur als Spenderin, Nachrichtenleser oder als Käuferin sieht? Wie kann es mir gelingen, aus diesen vielen Mitteilungen eine ganz persönlich an mich gerichtete zu erkennen? Heute hören wir, wie David und Maria erkannten, dass sie jetzt von Gott angesprochen wurden, heutzutage vielleicht angerufen werden. Hallo? Jesus Christus, du bist die menschgewordene Botschaft Gottes und hast unter uns gelebt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, du bist in unser Leben gekommen, um uns mit deiner Botschaft anzusprechen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, du hast Maria etwas gesagt und sie konnte es als deine Botschaft erkennen. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen, als König David in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor all seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte David zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, die Lade Gottes, aber wohnt in einem Zelt. Nathan antwortete dem König: Geh nur und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Aber in jener Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm: So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel
einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und auch von dem Tag an, an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe, ich verschaffe die Ruhe vor all deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum werden von dir weg auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Auch an uns gerichtetes Wort Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen, ihm, dem einen, weisen Gott, ihm sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ist mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht unseres Herrn, Jesus Christus.
Gerade habe ich die Bibeltexte gehört, aber ich höre täglich so viele andere Texte im Radio, im Fernsehen, im Internet. Kannst du mir sagen, Uwe, was macht diese Bibeltexte zu einer Botschaft, mit der mich Gott anspricht? Liebe Susanne, liebe Schwestern und Brüder, ja, das ist eine gute Frage, denn die Texte, die wir gerade gehört haben, die sind ja in vielen, vielen Tausenden von Jahren zusammengeschrieben worden. Die im Ersten Testament, im Alten Testament, sie sind 3.500, 4.000 Jahre alt und die wir vorher gehört haben, aus dem Neuen Testament um die 2.000 Jahre. Und sie wurden ja von Menschen geschrieben. Diese Menschen waren wie ihr und wie ich. Sie waren unvollkommen, sie haben Fehler gemacht und konnten sich irren. Die Apostel zum Beispiel, wenn ihr zurückdenkt, wie feig der Fels Petrus gewesen ist, als Jesus verhaftet worden ist. Sie waren völlig unvollkommen und sie haben sich von anderen Menschen eigentlich gar nicht von euch und mir unterschieden. Ja, die Frage ist gut, wie war es denn möglich, dass diese Menschen einen Bericht niederschreiben, der dann in Wirklichkeit Gottes Botschaft sein soll? Nun, ich denke, die Antwort ist gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen in sein Herz hineinhört. Denn diese Menschen haben nicht aus eigenem Antrieb geschrieben, sondern sie waren von Gott inspiriert. Wir haben vorher einen Text von Paulus gehört. Und ich werde nachher noch einmal nennen, dieser Paulus war ein sehr, sehr frommer Jude, bevor er zum Paulus geworden ist und hieß Saulus. Und er war begeistert von Gott und dachte sich, dieses neue Grüppchen, ja diese Sekte der Juden, die damals die Christinnen und Christen noch waren, die sind völlig fehlgeleitet und er hat sie auch verfolgt. Und später schreibt er dann, als Gott ihn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schuhen gehoben hat, als er ihn berufen hat zu seinem Apostel, im zweiten Brief an Timotheus, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert, sagt Paulus. Ja, Gottes Botschaft wurde Menschen auf der Erde auf vielerlei Weise übermittelt. Eine dieser Methoden war die Verbalinspiration, das direkte Diktat. Zu den diktierten Teilen der Bibel gehören die 10 Gebote, die auch in schriftlicher Form auf 2 Steintafeln übermittelt wurden. Und alle anderen Gesetze und Bestimmungen des Bundes Gottes mit den Israeliten. Gott übermittelte diese Gesetzessammlung durch einen Engel an Mose. Und danach wurde Mose angewiesen, schreib dir diese Worte auf. Und auch andere Propheten außer Mose erhielten besondere Botschaften mit dem Auftrag, sie später niederzuschreiben. Da ist der Prophet Samuel, da ist Jesaja, da ist Jeremia und vorher Nathan, zu dem Gott auch gesprochen hat. Wir haben vorher von ihm gehört. Und manchmal gebraucht Gott auch Träume, Visionen und draußen, um seine Botschaft den Menschen mitzuteilen. Also, diese vielen, vielen Texte, die wir jeden Gottesdienst und auch heute gehört haben, sind deshalb Gottes Wort an euch und an mich, weil dieses Wort, so glauben wir, Geist inspiriert sind. Die Menschen, die sie für uns geschrieben haben, waren vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, den wir alle auch hier bei der Firmung empfangen haben, so erfüllt und von der großartigen Nachricht an uns, dass sie es uns vermitteln wollten, hier und heute. Kannst du mir vielleicht noch genauer sagen, wo muss ich da hinhören oder hinschauen, um so etwas für mich als Botschaft begreifen zu können, heute? Susanne und liebe Schwestern und Brüder, ja, ich glaube an einen Gott, der mich für Beziehungen geschaffen hat und der mit mir in Beziehung sein möchte. Ihr werdet sicher schon festgestellt haben und in den letzten Monaten vielleicht noch schwerer, dass Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil ist unseres Lebens und auch sehr schwer sein kann, aber einfach notwendig ist, damit Beziehung funktioniert. Und falls nicht, dann sollten wir dringend mal darüber nachdenken.
damit die Beziehung zwischen Gott und mir lebendig ist, ich kann es nur von mir sprechen einmal, müssen Gott und ich miteinander kommunizieren. Und dieser Austausch muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Denn was glaubst du, liebe Susanne und ihr, liebe Schwestern und Brüder, wie lange es mit einer Frau und einem Mann in einer Beziehung gut gehen würde, wenn ihr auf die Frage, liebst du mich, vom Mann keine Antwort gebe und käme? Da ist Kommunikation sehr wichtig, Antwort geben, sich trauen. Und dass Gott heute noch spricht und mir auf meine Gebete antwortet, ist eine Voraussetzung und Motivation für mich, überhaupt mit ihm in Beziehung sein zu wollen. Ich gehe im Gebet zu ihm, ich stelle ihm auch meine Fragen und ich teile ihm auch meine Ängste und Sorgen mit und auch meine Überzeugungen. Und er antwortet immer wieder. Und um diese Antwort zu erhalten, muss man manchmal die Stille suchen und auf Impulse und Gedanken warten, die er an mich richtet, die er mir im Alltag gibt. Denn oft, und das ist das sehr Spannende für mich, kommt seine Antwort zwischen den Zeilen und manchmal auch so, das muss ich sagen, wie ich es eigentlich nicht gewollt habe. Also wenn ich mir überlege, dass Gott durch seine Worte das gesamte Universum in Existenz hält, dann wird für mich schnell klar, dass Gott eigentlich immer zu uns spricht. Bei jedem Atemzug, immer und überall. Seine ganze Schöpfung erzählt uns, euch und mir, permanent von ihm. Die Frage ist nur, ob wir, ob du und ich auch hinhören. Es gab einmal vor einigen Jahren eine Serie, da ging es darum, dass einer jungen Schülerin Gott immer wieder in verschiedenen Gestalten erschienen ist. Und eines Tages war er wieder da als junger Mann und sie sagt, beweis mir doch, dass du Gott bist. Und er sagt, schau mal, was siehst du denn dort? Und das Mädchen schaut hin und sagt, es ist ein Baum. Und er sagt, mach mal einen. Okay, also er ist immer da. Und um das zu erfahren, zu erspüren, müssen wir lernen, unsere geistigen Sinne zu aktivieren. Und ich habe mir diese Woche gedacht, wie soll ich auch das erklären, diese geistigen Sinne zu aktivieren? Es ist vielleicht ein bisschen so wie mit einem Radio. Wenn das Radio zu Hause auf meinem Küchentisch steht und ausgeschalten ist, wirkt es für mich immer wieder so, als gäbe es heute keine Musik. Doch das stimmt nicht ganz. Die Radiowellen sind immer da und sobald ich mein Gerät und damit meine Antennen einschalte, höre ich nicht nur die wunderbare Musik, sondern auch manchmal wichtige Nachrichten. Alles hören im Alltag ist gut. Das ist die eine Seite. Aber wichtig ist dabei auch das niedergeschriebene Wort Gottes, nämlich die Bibel. Als Christen und Christen glauben wir, dass diese Schrift von Gott inspiriert wurde und dass die Inhalte heute so lebendig sind wie damals und die sind es, wenn man sie wirken lässt. Das heißt, während ich die Bibel lese, kann Gott mir Dinge erklären und mir Antworten auf meine Gebete zeigen. Und ich habe schon vorher gesagt, ich stelle auch Gott manchmal Fragen und bitte ihn, dass er sie mir antworte. Jetzt, und dann sage ich, lass mich jetzt in der Bibel eine Seite aufschlagen, vielleicht ist dort die Antwort zu finden und es ist unglaublich, aber es funktioniert echt. Probiert es aus, es funktioniert. Fazit: Gottes Botschaften sind überall und er weiß, auf welche Art und Weise du sie gut verstehen kannst. Jeder Mensch hat sicher andere Kanäle, auf denen er gut empfängt, aber was wir alle gemeinsam haben, ihr müsst euer Herz aufmachen. Ihr müsst euch entscheiden, Gottes Stimme hören zu wollen und eure Aufmerksamkeit auf ihn richten. Meine Lieben, probiert das aus. Es wird euch überraschen, was man da alles entdecken kann. Die Botschaften, die wir heute gehört haben, waren ziemlich durcheinanderwirbelnd. David wollte Gott ein Haus bauen und stattdessen sagt Gott, nein, ich werde dir ein Haus, eine Dynastie, eine Königsfamilie bauen. Und bei Maria, sie wird aufgefordert, ein unerwartetes Kind als ihren Sohn vorbehaltlos anzunehmen.
Glaubst du, wirken Gottes Botschaften immer so, dass sie mein Leben durcheinanderwirbeln und meine Pläne durchkreuzen? Liebe Susanne, liebe Schwestern und Brüder, ja. Der Pater Paul wird es bestätigen, ich kann es bestätigen, vielleicht andere hier auch. Ja, Gott dreht dort, wo er Menschen in seinen Dienst ruft, das gesamte Leben auf den Kopf und um. Und ich möchte sagen, es geht gar nicht anders. Auch heute beruft er Menschen in seinen Dienst. Ich denke da zuallererst einmal an einen Seligen, den ich sehr verehre, einen seligen Franz Jägerstätter. Ich habe heute schon von Visionen und Träumen erzählt, die Gott Menschen, die er beruft, sendet. Franz Jägerstätter hat einen ganz, ganz aufwühlenden Traum. Und in diesem Traum hat er gesehen, wohin die Nationalsozialisten die Menschen führen mit einem Zug, nämlich in den Abgrund. Und da ist es für ihn klar gewesen, Gott hat zu mir gesprochen. Er hat mich berufen, aufzustehen und etwas dagegen zu tun. Und deswegen hat er ab diesem Tag, nach diesem Traum, immer wieder den Menschen gesagt, seinem Bischof, seinem Pfarrer, allen, die ihn umreden wollten und überreden wollten, doch nicht dagegen zu sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich habe diese Woche gedacht wieder an einen Heiligen, den ich auch sehr verehre, an den heiligen Oscar Arnulfo Romero, den Erzbischof von San Salvador. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht und seine Lebensgeschichte. Das war ein Bücherwurm, der Oscar Arnulfo. Es war ein gelehrter Universitätsprofessor in Südamerika. Und das Regime in San Salvador damals in den 70er Jahren hat sich gedacht, naja, wir brauchen jetzt einen neuen Erzbischof und einen neuen Vorsitzenden für die Bischofskonferenz und dann nehmen wir einen Bücherwurm, der ist sicherlich harmlos. Nun, dieser Bücherwurm ist nicht harmlos gewesen, denn dieser Bücherwurm hat sich zu einem Erzbischof, der vom Heiligen Geist erfüllt war, umgedreht und hat sich für die Armen und Entrechtenden eingesetzt. Und der eine oder andere weiß es, was mit ihm passiert ist. Er ist während der Eucharistiefeier am Altar erschossen worden. Und wenn ich an meine Berufung denke, liebe Schwestern und Brüder, Gott hat mich aus den Schuhen geworfen. Und ich kann mich erinnern, es hat lange gedauert, bis ich diesen Ruf auch wahrnehmen wollte. Eines Tages im Jahr 2006 hat meine Frau zu mir gesagt, sag einmal, wie lang möchtest du noch rationale Gründe finden, warum es jetzt gerade nicht geht, obwohl Gott dich doch seit so vielen Jahrzehnten beruft. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, ja, er gibt nicht auf. Also Gott dreht wirklich das Leben um, wenn er einen beruft. Und seht heute auch hier, wie es Maria ging. Sie war völlig unbedeutend, aber Gott brauchte sie, um als Mensch zur Welt zu kommen. Und auch Maria ist ihm nicht ausgewichen. Sie hat ihr Leben nicht für sich behalten. Sie hat sich nicht für zu unbedeutend oder zu klein gehalten. Sie sagte einfach ja, diese Jungfrau. Und das ist wohl der Trick, wie es geht, wenn Gott ins Leben hineintritt, wenn er das Leben auf den Kopf stellt. Dieses einfache Ja sagen zu seinem Ruf. Wir danken dir für dieses sehr persönliche Zeugnis. Bitten wir um die Kraft, dass auch wir diese Stimme Gottes in unserem Leben hören und umsetzen können. Amen.
Maria bekommt überraschend Besuch. Gott hat eine Botschaft für sie. Gott hat auch Botschaften für dich und mich. Fürchte dich nicht. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Wir wollen nun alle zusammen antworten. Danke, Herr. Danke, dass du mich ansprichst. Danke für das Erkennen, dass du etwas von mir möchtest. Danke für den Mut, mir darüber Gedanken zu machen. Danke für den Impuls, mit anderen darüber zu sprechen. Danke für die Kraft, mich für deine Botschaft zu öffnen. Amen. Öffnen wir unsere Seelen und Herzen auf Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Und auch mit dir. Es segne, behüte und beschütze euch immer der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.